Gut, alles ist wieder am Laufen. Los geht es weiter mit dem Let's Play zu Assassin's Creed 2. Ich habe einen kurzen Schluck Wasser genommen und bin wieder total frisch, um hier weiterzumachen. Ich habe die Castle Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Nicht so laut machen, mal. So. Ja. Dann geht's mal los weiter hier zum nächsten Missionsziel Startpunkt. Wie man es auch immer nennen mag. Weiter geht's. La 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 la, hier rüber. So. Schafft er das? Ja, das schafft er. Okay. Ah, das schafft er aber nicht. Uah! Abgerollt. Oh, 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 geht's zu Leonardo wieder. Coole Sache. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lang. Interessant. Oh. Ah, ja. Ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Gut, jetzt habe ich die Giftklinge bekommen. Ich dachte, ich hätte sie schon irgendwann vorher bekommen. Na gut, dann habe ich halt jetzt die Giftklinge bekommen. Die brauche ich sowieso so gut wie nie. Also, dann geht's mal weiter. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, jetzt hier hoch zu klettern. Ich mach's aber einfach mal. Weil ich daran Spaß habe. Okay. So, einmal hier lang. Nee, 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 nee. Hier lang. Dum, 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 dum. Schafft er das, wenn ich jetzt hier runterspringe, da reinzuspringen? Oh yeah! Gut, dann geht es jetzt weiter. Zum Missionspunkt. Ist ganz schön weit entfernt immer noch. Ich habe gesehen in Assassin's Creed Brotherhood, das Spiel, was dann irgendwann im dritten oder vierten Quartal von diesem Jahr rauskommen wird, mit Multiplayer-Modus sogar, auf den ich mich wirklich sehr freue, kann man auch in Städten Pferde benutzen. Das wird bestimmt ziemlich cool, schätze ich. Und dann wäre ich auch, wenn ich das hier schon könnte, schneller da.
Weil ich weiß nicht, warum man das so eingerichtet hat in diesem Spiel, dass man in Städten keine Pferde reiten kann. Das wäre doch echt cool gewesen, denke ich. Und ich muss sogar außerhalb der Stadtmauern irgendwas machen. So sieht es zumindest aus. Wahrscheinlich muss ich in irgendeine andere Stadt reiten. So. Hier vorne steht auch schon mein Pferdchen. Hü-hopp. Weiter geht's. Ups. Hier lang, schätze ich. Jo. Gut. Nach... Ah, zur Villa. Okay. Monteriggioni, glaube ich, wird es ausgesprochen. Oder irgendwie so in der Art. So, da sind wir auch schon wieder. Noch einmal bei der Villa. Man ist echt nicht oft bei der Villa in dem Spiel. Und ja, dann geht's mal auf. Wahrscheinlich zu... wow, was ist los hier? Stimmt. Hier war irgendwas. Hier ist alles kaputt, also. Weil ich das alles noch nicht renoviert habe. Ja, genau. Also das muss ich renovieren, dann sieht das Ganze auch besser aus. So, wahrscheinlich zu Mario jetzt. Ah, spring doch hier runter, Mann. So. Los geht's, hier hoch. Dum, 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 dum. Mario ist bestimmt unten. Servus. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent! Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Ja, das tue ich gerade noch akzeptieren. Hoffentlich keine Zwischensequenz mehr. Ah! Ha! So, und zwar erstmal eine kurze Pause, dann geht es nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen.